Heute, was geht ab, Leute? Hier. Zeit, das auszuprobieren. Check gerne die Vlogs ab. Daily Vlogs. Wir haben nicht die Strähne verloren. Obwohl es gestern echt knapp war. Bin echt hängen geblieben. Auf dem krassen Manga. Tokyo Revengers. So. Wie macht man das denn? Ich habe es nicht ganz verstanden. Da steht, erstens nehmen Sie die Dichtung von der Kappe ab. Das hier, glaube ich. Und dann entfernen Sie den Ring vom Kappen. Öffne, was für ein Ring? Warte, hier. Der Ring, oder? Ja. Ich habe da unten in den Kommentaren, ob ihr diese Getränke kennt, schon mal probiert habt. Setzen Sie den Kappenöffner oben auf und drücken Sie die Glaskugel sanft nach unten, bis das Spritzen aufhört. Jetzt können Sie trinken und genießen. Oh mein Gott, was für sanft! Das spritzt alles raus! Oh mein Gott! Alles vollgespritzt, Leute! Tod! Ich habe irgendwas falsch gemacht! Bestimmt, oder? Mein Gott, ihr seid anders vollgespritzt, Leute! Mein Gott, Sauge des Todes! What the fuck? Aber schmeckt interessant. Yo, ich habe mich rausgetraut. Also es war vorhin, ihr habt es nicht gesehen, außer ihr folgt mir auf Instagram. Richtig Weltuntergangsstimmung. Hagel, Schnee, Regen, Donner. Ich dachte mir so, okay, shit, ich kann mir nichts zu essen holen. Und die Jungs wollten am Abend vielleicht alles von McDonald's essen, aber ich glaube nicht. Und davor haben wir ein fettes Gespräch, was nicht unbedingt automatisch positiv auslaufen muss. Und dann geht vielleicht einer oder zwei, je nachdem, wer vielleicht angepisst ist oder so. Und dann ist es auch schon spät, morgen ist Arbeit, je nachdem. Also ich dachte, denke mir, das wird nichts. Deswegen dachte ich mir, okay, bestelle ich was Saftiges, aber dann habe ich mich doch rausgetraut. Und zwar habe ich gestern was auf Instagram gesehen und ich war in letzter Zeit echt ein bisschen depri bezüglich Instagram und den Foodbloggern. Alles ist Anzeige, alles ist Werbung und irgendwie hat mir da gar nichts mehr getaugt, was ich so gesehen habe. Aber gestern zum ersten Mal hat mich wieder was fasziniert. Ich habe noch ein paar Sachen auf der Liste, die mir taugen und ich testen will, aber das direkt testen wollte ich das. Seht ihr gleich. Mein Gott, richtig leiden, Leute. Richtig leiden. Das, was ich gesehen habe und kaufen wollte, das ist ein Special. Das gibt es erst ab 17 Uhr Abendkarte. Ich habe jetzt spontan eine Alternative mir geholt. Für alle, die es nicht wissen, das war vor den Daily Vlogs. Ich bin kein Fan bisher von Mexikanisch. Ich habe das auf Insta ein bisschen gepostet, habe auch ein paar Sachen schon probiert. Dann haben mir ein paar Leute auf Insta ein paar Sachen geraten. Habe ich auch probiert. Burrito taugt mir nicht so. Und Tacos bisher auch sehr enttäuschend. Und da habe ich das gesehen. Ich dachte mir, boah, das sieht krank aus. Muss ich probieren. Gibt es ja später. Das heißt, eine andere Folge seht ihr das mal. Dieses Krasse, was mich angelockt hat. Und jetzt testen wir mal andere Sachen. Ich habe gerne in den Kommentaren, ob ihr mexikanisch feiert. Ich glaube, Chili taugt mir. Ist das mexikanisch? Chili con carne? Nicht wirklich, oder? So, schauen wir mal. Vorspeise, ein paar Chicken Wings. Bin gespannt, wie die aussehen, ob die krass sind. So. Sehen fresh, sehen saftig aus. Ist okay. Also nicht so, ich jetzt sage, boah, sind die krank oder so. So, Chicken Wings waren echt okay nur. Hat mich jetzt nicht begeistert. Das nächste. Quesadillas. Schauen wir mal. Ja, war okay, war solide. Muss ich aber nicht nochmal essen testen. Aber das, was ich auf Instagram gesehen habe, auf jeden Fall noch. Also auf jeden Fall schaue ich da nochmal vorbei. Habe währenddessen ein bisschen auf Telegram, Twitter und so gechillt, Portfolio abgecheckt. Mein Gott, Bitcoin, Alter. Also allgemein, der Kryptomarkt ist ja richtig tot. Aber keine Panik, Leute. Keine Panik. Der Wert der Coins ist am Sinken, krass am Sinken. Aber die Menge, die ihr habt, ist immer noch gleich. Und wenn ihr die richtig investiert habt, so wie wir, dann erhöht sich die Menge weiterhin konstant
Und ja, einfach warten, hodeln, vielleicht sogar noch mehr kaufen, je nachdem wie krass ihr seid. Und chillen, Alter. Alles cool, alles cool. Noch ist alles cool, ernsthaft. Ich gebe Bescheid, wenn ich selber Panik habe, aber noch ist alles cool. So, noch ein Versuch. Noch ein Versuch. Diesmal hier, damit alles schön. Digga, alles spritzt hier raus. Diesmal habe ich es zum Glück unter Kontrolle gehabt. Aber hier alles nass. Digga, wer da nicht aufpasst, ich mache doch bestimmt irgendwas falsch. Das spritzt ja nur rum, Alter. Das vorhin war Melone und das hier ist saftige Orange. Bin gespannt. Prost. Ist okay. Ist das Limo? Ich check aber echt nicht, wofür diese Kugel ist. Hat die irgendwas mit der Kohlensäure zu tun? Ich warte auf die Jungs. 19 Uhr war, oder ist Treffen, ist noch nicht 19 Uhr. Für wieder mal ein Talk, noch ein Talk mit allen, soweit wie es geht. Und dann schauen wir mal, was so passieren wird. Ich hab gevloggt, Mann. Davor, das ist mein Daily Vlog, das kann ich doch nicht vloggen, Digga. Hast du nicht, ich hab heute das neue Video nicht gesehen, aber stand da nicht irgendwas mit ich höre auf oder so? Was? Nein, ich hab gestern fast den Daily Vlog verpasst. Er hat den Vlog verpasst. Ach so, oder? Er hat den Vlog verpasst, Mann. Egal, nachholen. Ja, was geht ab, Jungs? Ich sehe die Videos gar nicht. Okay, alles, was hat sich abonniert, Mann. Achso, okay, Mann. Hey, Mann, was geht ab, Mann? Ich höre heute wieder ein geiler Tag, Mann. Richtig gechillt, Mann. Hier, Shisha, geil. Mir ist keine Kohlenmonoxidvergiftung heute. Ja, Mann. Warte, warte mal, aber jetzt, was hat gefehlt, Mann? Was? Du bist das Neonlicht. Ich schau mal, gar kein Neonlicht hier, Mann. Was ist denn hier? Wir haben ja auch nicht gestreamt, Mann. Ja, echt? Das ist Stream-Server. Das ist nur für Stream, oder was? Natürlich. Nein. Natürlich. Nein. Du bist ein Dings noch. Hey, lad mal ein Dings bitte auf. Diese, wie nennt man das? Akku-Bank oder so. Powerbank. Powerbank. Akku-Bank. Damit wir Stream wieder Neonlicht da haben. Neonlicht, Mann. Komplettes Licht, alles ist da. Ausgangssperre ist weg. Ja, meine Ausgangssperre ist weg. Wetter ist schlecht. Ich hab gehört, wir fahren zur Geisterfrau. Oh mein Gott, ich und Chong haben ein bisschen Angst, Mann. Ich hab nicht nur du und Chong. Hast du auch Angst? Was? Er hat schon Angst, doch. Er hat schon ein bisschen. Klar, wer hat nicht Angst, oder? Yes. Hat die hier. Die labern nicht mal, du hast auch Angst, oder? Frisch. Was machst Chips frisch, Sauerkraut. Robs, Chips echt. Min hat das Video immer noch nicht hochgeladen, obwohl er Montag gesagt hat. Oh mein Gott, Mann, ich wollte schon anspringen. Wir machen ein Gegenvideo einfach fertig, Alter. Dann zeigen wir mal, wie das funktioniert, Mann. Verstehe es echt nicht. Bestell demnächst von Coco. Eine Woche nur von Coco leben. Echt, oder? Schauen wir mal, echt? Was die so haben. Was haben die überhaupt? Alles haben die mittlerweile. So, Sortiment wird immer weiter. Was ist das? Abschiedsvideo auf Faken, Mann. Was ist für Fake? Das ist ciao, der richtige Handschlag, Mann. Ciao, ciao. Das ist doch kein Fake-Handschlag hier. Okay, Mann. Ciao. Yo, nächster Morgen. Ja, wir haben gestern noch lange geredet. Viel länger als erwartet. Ich kann dazu nicht viel sagen, also wir versuchen weiterzumachen. Es wird aber natürlich nie wieder so sein wie davor, was natürlich normal ist. Man wird älter, Menschen verändern sich, all dies, das. Zufällig, ihr wisst ja, ich habe ja die letzten zwei Tage, bin ich fest richtig krass hängen geblieben auf Tokyo Revengers und Manga und neue Anime. Die Situation ist ähnlich mit Takemichi und Mikey und der Tommen Gang und unsere Gang. Und ja, nur weil man alles gesagt hat, was man denkt und fühlt, heißt es nicht automatisch, dass alles wieder gut wird. Habe ich auch davor gesagt. Und natürlich wird nicht wieder alles genauso wie davor. Muss es aber auch nicht immer. Wir machen das Beste draus. Wir werden weiterhin hoffentlich eine Menge Spaß haben und hoffentlich werdet ihr mit dabei sein. Mehr wird sich herausstellen in der Zukunft, wie sich das alles entwickeln wird. Man weiß es nicht. Seid gespannt. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt uns auf Instagram und Twitch. Ich glaube, dieses Mal sind wir Samstag live, wieder mal mit einem Co-Stream. So mittags wieder, so wie alte Zeiten. Ansonsten natürlich keine Panik schieben, weiterhin Bitcoin glauben und ciao.